Biester sind wirklich sauter. Ja. Das Problem ist, sie können da zurückspringen und dadurch. Ausnahmsweise treffe ich ihn mal direkt so. Und die Performance sagt wieder auf Wiedersehen. Ach, leck mich, Spiel. Ist doch nicht wahr, komm schon. Lauf flüssig. Tu wenigstens mal kurz so, als hätte ich Rechenleistung. Gone! Es ist doch einfach nicht wahr. Na also. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Das ist so das Äquivalent von ich bin doch nicht blöd und lass mich hier töten. Ah, die ganze Erfahrung, die ich dadurch nicht bekommen habe. Ach. Das ist echt ärgerlich. Hey, Weintrauben. Das ist eine tolle Sache. Die brauche ich zwar nicht wirklich und nichts und so, aber hey. Es ist schon toll, Weintrauben zu haben. Jop, so. Noch ein bisschen mehr Zeug ins Inventar stopfen. Ich habe ja noch nicht genug dabei. Noch mehr. Ja, die stehen jetzt da unten. Da ist ein Bett. Auf jeden Fall, dass ich mir nicht bemerkt habe, dass da was steht. Ich weiß ja, dass meine Abonnenten nicht lesen können. Warum zur Hölle ist da eine abgeschlossene, leere Truhe? Wer schließt eine leere Truhe ab? Details. Frag nicht, spiel das Spiel. Spiel einfach das Spiel und halt die Fresse. Weil alles an Erfahrungspunkten gegangen ist. Ach, jetzt muss ich das Spiel nochmal neu starten. Mal komplett von vorne. Nein, werde ich nicht tun. So. Dann wollen wir hier mal noch weiter uns den Rücken frei machen. Es könnte ja sein, dass sie irgendwo in den Truhen Gardisten versteckt sind. Man kann es nicht ausschließen. Das muss man schon effizient, ne, bekämpfen. Rezepturen. Das habe ich definitiv noch nicht gelesen. Wo ist denn das scheiß Buch? Rezepturen da. Nein, nicht das. Das. Das Balsam des Sehens. Dazu wird ihm Galle auf die Augen gestrichen. Galle ist bitter im Geschmack. Wird dieses Bittere auf das Auge genommen. Das heißt, schauen wir das Bittere an, so erwächst daraus Weisheit. Wir werden sehend, Bitterkeit und Weisheit schließen einander aus. Okay, sie sind Gegenpole. Tränen, Leid und Enttäuschung sind bitter. Die Weisheit aber ist die Trösterin in jedem seelischen Schmerz. Bitterkeit und Weisheit bilden eine Alternative, wo Bitterkeit da fehlt, die Weisheit, und wo Weisheit, da gibt es keine Bitterkeit. Okay, ich gehe dann mal. Was zur Hölle? Noch mehr Erfahrungspunkte, oh. Wie gute Erfahrungspunkte. Das wäre... fast wieder ein halber Level ab gewesen. Nein, ich möchte nicht. Ich komm wieder raus, okay. Ich versinke im Boden. Um mich vor Arbeit zu drücken, versinke ich auch im Boden. Das ist gar kein Ding. Ich bin zu allem bereit, um nicht arbeiten zu müssen. Ich bin dazu bereit, jede Arbeit zu tun, um nicht arbeiten zu müssen. So. Bett, Tisch, Erfahrungspunkte. Schrecklich. Schrecklich. Der Gedanke, dass nicht ich die getötet habe, sondern jemand anders. Macht mich voll fertig.
Wow, eine Münze, hey. Das hat sich ja fast schon gelohnt. Ein Schürhaken, hey. Das ist schon... Ich sehe da etwas an der Wand. Ja, was? Komm schon, geh mal auf hier. Wow, hey. Dafür habe ich einen Dietrich abgebrochen, toll. Nächst mich am Arsch. Hat sich voll gelohnt, hier hochzukommen. So, ich müsste mir jetzt mit dem Auge kratzen, aber muss gleichzeitig hier runterklettern. Das ist eine ungünstige Kombination. Ich kann aber auch nicht loslassen, weil ich sonst sterbe. Okay, lass los. Den hatten wir schon. Und noch ein Schürfer. Ich persönlich bin hier ein Schnürfer. Haha, kapiert. Ich bin gerade so lustig, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Okay. Seine Waffe ist scheiße. Gut, wie wir festgestellt haben, dass Okühl eine beschissene Waffe hat und den Tod dadurch im Prinzip verdient hat, können wir... Danke, Spiel. Das habe ich mir jetzt gewünscht, eine leere Truhe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas, irgendein Gegenstand fehlt mir noch. Jetzt weiß ich welcher. Eine leere Truhe. Ach, Bank. Ich denke mir schon, es sieht irgendwie komisch aus, das Bett. Aber ist ja kein Bett. Nein, Gorn steht immer noch locker da oben und macht nicht viel. Mitarbeiter noch drin? Nee, oder? Nee. Doch, vielleicht. Definitiv nicht. Ja, Weintrauben, toll. Ich habe das Quest schon abgeschlossen. Die Quest schon abgeschlossen. Nee, war der für irgendwas gut? Ach richtig, hat er mir nicht die Rüstung gegeben? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube schon. Jupp. Wir haben auch alle dasselbe Inventar, ey, das gleiche. So, da oben waren wir schon, ne? Ja, da sind wir dann. Nee, okay, sieht da irgendwie sah da gerade was komisch aus, aber das sind immer wieder meine Wahnvorstellungen. Meine Wahnvorstellungen. Die verfolgen mich mal wieder. Weg mit der Waffe, weg damit! Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ich glaube, ich habe das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, dadurch, dass ich bestimmte Personen mit Namen getötet habe. Ich glaube, Fletcher sollte hier stehen und dann mit mir reden. Und ich kann dann mit ihm reden kurz und habe dann ein kurzes Gespräch, aber... Ich glaube, das geht nicht mehr, weil ich ihn getötet habe. Oder war das Fletcher? Bin mir nicht sicher. Also irgendjemand sollte hier noch stehen und mit mir reden. Torus kümmert sich drum. Aber der steht jetzt hier nicht mehr. Naja, hat eh nicht viel Interessantes zu sagen. Steck die Dein. Niemand vergreift sich an meinen also. Jungs. Sie war ja auch nur zu sagen, dass ich ein Verräter bin und so. Sommer ist schön, man wird nicht als Verräter beschimpft. Details. So. Das war fast schon beeindruckend, was die hier an Manpower mir entgegenwerfen. Kann ich. Hat er nicht doch irgendwo ein Schwert hier liegen lassen? Nein, habe ich schon aufgenommen, okay. Dann ist ja alles gut.
So, hoffen, dass die Winde alles richtig macht. Und müsste jetzt nicht nochmal Gorn angelaufen kommen? Gorn? Hallo? Garn? Hallo? Du willst jetzt aber nicht mich angreifen, oder? Nein. Hallo. Auf in den Kampf. Wegfindung, wirklich. Wegfindung, bitte. Lass mich mal über. Ah, ich weiß, ich weiß. Ich. Wo ist denn den her? Achso, von Dingsbums, ja, ja, ich erinnere mich genau. Ich kann gar nicht anvisieren, oder was? Doch, kann ich. Sehen das nicht irgendwie wegblasen? Versuchen wir es nochmal. Wir versuchen es einfach noch einmal. Vielleicht wird es beim zweiten Mal besser. Ja, genau. Weg mit der Waffe! Niemand vergreift sich an meinen Jungs. Schnauze, ihr Pfeifen. Können nichts, aber hier groß aufkrachen wollen, ne? Kommen wir denn da hin? So, du jetzt. Also, da habe ich diesmal mehr Glück und die Wegfindung hasst mich dieses Mal nicht gar so sehr. Gardistenhand. Igitt. Was soll ich mit seiner hässlichen Hand? Ich wollte doch eine Waffe von ihm und keine Hand. Das ist nicht Planescape Torment. Hier schlägt man Leute nicht mit Händen. Mit Armen. Wie auch immer. So, wo ist Gorn dieses Mal? Ach nein, ich habe da eine ganz schlimme Befürchtung. Kommst du zu mir? Ah nein, 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 du machst dir jetzt einen ganz lockeren, gemütlichen Hallo. Weg. Ja. Auf in- Hast du noch irgendwas Tolles zu sagen oder kann ich im Prinzip in die Mine gehen? Ich glaube, ich kann in die Mine gehen. Ich könnte natürlich noch warten, bis er heruntergelaufen ist, aber ich könnte mal gucken, wie viel Festplattenspeicher ich noch übrig habe. Ich bin gleich wieder da. Was total unsinnig ist, dass ich das sage, weil ich das eh nicht aufnehme, wie ich irgendwie was nachprüfe. Bitte. So, nachdem ich kurz geguckt habe, ob ich noch Speicher habe und dann noch 8 Stunden irgendwas anderes gemacht habe, kann es jetzt weitergehen. Und wir warten nicht auf Gorn, warten wir auf Gorn. Ich weiß nicht, hat er noch irgendwas zu sagen? Nichts Interessantes? Vermute ich nicht, nein. Wir könnten die Winde wieder zumachen und dann hoffen, dass das Tor verbuggt und gar nichts mehr geht. Das wäre doch eine tolle Idee. Komm, wir klopfen wegen Arzt. So. Mine ist wieder im vollen Betrieb. Wobei ich mich auch gerade frage, warum ist das Tor überhaupt zu? Ich meine, die Gardisten sind da rein und es gibt keinen wirklichen Grund, das Tor dann hinter ihnen zu schließen, weil
Gorn. Ich gehe rein. Lass es einfach reingehen. Jetzt musst du dran glauben. Ich dachte, der will mit mir reden und... Ich eliminiere ihn lieber. Wieso steht er überhaupt wieder auf? Details. Und wo kommen die ganzen Gardisten her? So viel gab es im Allenlager gar nicht. Du hast einen meiner Jungs platt gemacht. Jetzt soll ich dich machen. Ja, ja, euch mache ich alle platt. Ihr habt nämlich alle nichts drauf. Wenn hier jemand Prügel austeilt, bin ich das. Schnell töten. Bevor sie wieder aufstehen und mich töten. Das wäre ungünstig. So, Frage ist jetzt, wurde der Bug gefixt, dass Gorn mich jetzt gleich niederschlägt? Oder mich niederschlagen möchte? Was tut Gorn da drüben? Hat er gerade eben... Der hat von da drüben den Typen hier hüben umge... Was? Das ergibt doch mal wieder gar keinen Sinn. Naja. Ich leih mir das mal für immer aus. Ich glaube, die brauchen das nicht mehr so oft. Njaup. Dumm die dumm. Die dumm die dumm. Njaup. So. Ich speichere besser mal, bevor Gorn mich jetzt gleich niederschlägt. Das wäre ziemlich niederschlagend. Ha. Ha. Der Witz. Wo ist denn Gorn jetzt? Da ist er, Gorn. Hallo. Jemand aus dem alten Lager ist verstorben und dein Name wird dabei erwähnt. Halt die Stellung, ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. Mhm. Bis später. Er greift mir auf jeden Fall schon mal nicht an und ich sollte vorsichtig sein, was ich hier tue. Das ist schon mal besser. Ich weiß, ob ich das erste Mal das gespielt habe, die Leute hier getötet habe und plötzlich hat mich Gorn niedergeschlagen. Da war ich leicht verwirrt. Aber scheinbar wurde das entweder gefixt oder... Keine Ahnung, ich hatte einfach Glück. Bei dem Spiel weiß man nie so genau. Oh, diese Minecrawler, sehr gut. Ich töte erstmal die leichteren Gegner. Ich finde es schön, wie die erst auf mich zugelaufen kommen und mich dann... Mich dann töten wollen. Schnauze. So, ich teile keinen Prügel aus. Ich meine, Prügel teilt man mit der Hand und nicht mit einer Axt aus. Ernsthaft, wer kam auf die Idee, hey, du hast eine riesige Axt, du Dreck. Legst du dich wieder hin? So. Das Problem ist, ich muss dann nachher ja noch da runter. Lust habe ich keine dazu, weil ich diese Minecrawler-Viecher hasse. Wobei, ich kann inzwischen mit dem Schwert fast schon umgehen. Jetzt habe ich nur kein Schwert, sondern nur eine Axt. Hat er noch keinen Bolzen gespannt? Doch. Brauche ich doch, Mensch. Bolzen ist doch wichtig, weil... Bolzen und so, ne? Ich hatte doch hier irgendwo Heilung. Nehmen wir doch das. Bevor ich meine wertvollen Tränke verschwinde. Von denen ich kaum welche habe. Und die ich nie alle verbrauchen kann. Und auch nie alle verbrauchen werde und so gut wie gar keinen benutzen werde, weil ich brauche sie ja für später. Obwohl ich sie später gar nicht brauche, weil später ist das Spiel vorbei. Weil doch, im Tempel später werde ich wohl noch ein, zwei Tränke trinken. Ich will mich nicht setzen. Erstmal in der vollen Mine besetzen und ein Bier trinken, ne? Was soll schon schief gehen? Da oben ist ein Schiff. Da oben. Der macht nichts, in der Hoffnung, dass ich ihn übersehe, oder wie? Ja, das hältst du wohl gern, wa? Ist hier noch irgendwas? Nein, nur Erz. Lalala, lalala. Warum läuft der überhaupt weg? Ist auch eine interessante Sache. Wir besetzen die Mine und bringen direkt die Schürfe mit. Anstatt dass wir dafür sorgen, dass hier niemand mehr...